Herzlich willkommen zu meinem Bericht aus Straßburg. Das bestimmende Thema diese Woche im Europaparlament war natürlich die Brexit-Verhandlungen. Wie ihr sicherlich auch im Radio, im Fernsehen oder sonst wo gehört habt, gab es zum Teil sehr schrille Töne am Anfang der Verhandlungen. Ich bin froh, dass sich das Parlament davon nicht hat anstecken lassen. Das Thema ist einfach zu ernst und betrifft alle Menschen in der Europäischen Union, um es für den eigenen politischen Gewinn auszuschlachten. Das hat auch Frank-Walter Steinmeier, unser frisch gewählter Bundespräsident, in seiner Rede vor uns Europaabgeordneten noch einmal deutlich gemacht. Populisten, egal in welchem Land, bieten den Menschen keine echten Alternativen an. Sie setzen bloß auf eine Spaltung der Gesellschaft für ihre eigenen politischen Profite. Bestes Beispiel ist der Brite Farage, der vor dem Referendum die Menschen gegeneinander aufgewiegelt hat, jetzt aber keinerlei Verantwortung für sein Handeln übernehmen will. Wenn man sich die Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten ansieht, dann muss man aber auch sagen, dass die Populisten auf fruchtbarem Boden ihre Saat säen können. Denn viele Jugendlichen, auch in den südeuropäischen Ländern, sehen trotz guter Bildungsabschlüsse für sich keine berufliche Zukunft. Europa kann und muss den nationalen Regierungen helfen. Den 4 Millionen arbeitslosen Jugendlichen in Europa ein faires Angebot für den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu machen. Dafür hat das Europäische Parlament die Finanzmittel für laufende EU-Programme zur Eingliederung Jugendlicher in den Arbeitsmarkt um 1,2 Milliarden Euro bis Ende nächsten Jahres erhöht. Über 4 Millionen arbeitslose Jugendliche sind eine europäische Katastrophe. Auf lange Sicht kostet uns das viel mehr Geld, als jetzt intelligent in unsere Jugend und in einen nachhaltigen Arbeitsmarkt zu investieren. Zum Abschluss möchte ich noch von einer Ausstellung erzählen, die ich gemeinsam mit Herrn Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, diese Woche im Parlament eröffnet habe. Die Ausstellung erzählt die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg und wie schwer sie für ihre Minderheitenrechte kämpfen mussten. Solche Momente erinnern einem immer wieder daran, wohin Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten, egal welcher Minderheiten, führen kann. Ich bin Romani Rose und dem Zentralrat Sinti und Roma sehr dankbar, dass sie die Minderheitenrechte stärken und damit der ganzen Gesellschaft und unserer Demokratie einen großen Dienst erweisen. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare und Anmerkungen unter dem Video. Herzliche Grüße, eure Jutta Steinruck.